Freitags können wir dann gerne länger spielen. Gut, aber erstmal willkommen zurück zu The Dark Side Detective. Farm Burning Dark. Fall 4 machen wollte, nachdem wir die ersten drei schon im vergangenen Streams gelöst haben. Weiter Fall 4 aus der Klauen. Auf geht's. Hier haben wir eine Fallzusammenfassung. Stromausfälle in der ganzen Stadt haben uns zu Vinciamarkt geführt, von dem die Stromstöße auszugehen scheinen. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir die Untersuchung. Starten rein ins Abenteuer. Aus der Klauen. Ich hoffe, es ist alles zu hören. Ich habe nichts übersehen. Okay, da wären wir. Dann wollen wir mal sehen, ob die Stromstöße, die für die Stromausfälle in der Stadt sorgen, von hier kommen. Ja. Hier scheint alles normal zu sein. Nehmen wir uns den nächsten Ort auf unserer Liste vor. Hast du nicht... Was glaubst du, was gerade eben passiert ist? Was ist etwas passiert, während ich geblinzelt habe? Geblinzelt? Wir haben doch gar keine Augen. Na gut, ich habe nicht hundertprozentig aufgepasst. Zu meiner Verteidigung sei allerdings gesagt, dass das normalerweise eher dir passiert. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Clowns nicht mag? Ich habe das Gefühl, dass das für dich ein unangenehmer Fall wird. Ja. Karin Niva. Habe ich schon erwähnt, dass ich Clowns nicht mag? Das hattest du. Den Jahrmarkt betreten? Ich weiß ja nicht. Bei einem Mysterium, das sich um Strom dreht, könnten Überbrückungskabel nützlich sein. Okay. Auf Gegenstände aus unserem Auto zu nehmen. Wir haben den Schlagstock aus der letzten Staffel immer noch nicht ersetzt. Kommen Sie herein und sehen Sie das größte Aufgebot an Raritäten, Kuriositäten aller Zeiten. Nur bei Lady Hummels. Frivolen Rummel. Die rasierte Dame. Warum ist sie hier? Fragen Sie sich vielleicht, sollte sie nicht einen Bart haben? Genau, das ist das Kuriose. Werfen Sie einen Blick auf ihre weiche, glatte Kieferpartie. Lassen Sie sich verblüffen. Sehen Sie Mikey Monkey Boy, der von Schimpansen abstammt. Beobachten Sie ihn, wie er Werkzeuge nutzt und mit Artgenossen kommuniziert. Und fürchten Sie sich vor dem vollkommenen Halbmann und halb derselbe Mann. Seine Vollkommenheit wird Sie in Staunen versetzen. Oje, Detective, vielleicht solltest du mal untersuchen, was hier für seltsame Dinge vor sich gehen. Ich bin gespannt. Detective Officer, was für eine fette Überlastung. Was? Eine fette, nette Überlastung. Überraschung. Was zwingt, bringt euch an diesen abgesegneten Mord? Abgelegenen Ort. Immer noch am Reimen, wie ich höre. Das ist mein klägliches Los, tägliches Brot. Oh Gott. Den hatten wir, glaube ich, im Teil 1 schon. Das hat immer genervt. Wir sind wegen der Stromstöße hier. Sie verursachen Stromausfälle in der ganzen Stadt. Oh, ihr seid wegen der Mondklöße, Stromstöße hier. Das ist Blutvergießen. Gut zu wissen. Oh Gott. Ich dachte, ihr seid wegen der gewissen Bräute, vermissten Leute hergekommen. Hast du vermisste Leute gesagt? Nein, ich habe gewisse Bräute gesagt.
Aber du hast vermisste Leute gemeint. Ich ersteigere, verweigere die Auslage, Aussage. Wir sollten ermitteln, Duni. Ein spannender Ausflug ist mit dir einfach nicht dran, stimmt's? Auf Niedergehen. Die Übersetzung spare ich mir. Detektiv Fisch, schön, Sie hier zu treffen. Wie ich sehe, haben Sie die Familie zum Jahrmarkt mitgenommen. Zum Jahrmarkt? Ja, aber nicht hier, nicht hinein. Er ist schön anzusehen, aber für die kleine Shelly ist es schon anstrengend genug, hier zu sein. Können wir jetzt reingehen? Und schon fängt sie wieder an. Völlig außer Rand und Band. Mach nur so weiter, Shelly. Mach weiter so. Ich hole den Taser heraus. In Gottes Namen. Warum ist sie so? Ist das etwa unsere Schuld? Haben wir in einem fürchterlichen Leben etwas im früheren Leben etwas verbrochen? Arg. Ist das in Ordnung, Kind? Ja, sie haben nur viel Stress in der Arbeit. In einer Minute geben sie erschöpft auf und wir gehen zu den Ponys. Ja. Verstehe nicht, warum Leute freiwillig den Boden verlassen. Welchen dunklen Geheimnissen wollen sie entfliehen? Am Ende landen wir auch da oben, stimmt's? Ganz bestimmt. Das ist nicht gerade das größte Zeugniszeit, oder? Gut, dann müssen wir wohl. Was ist denn hier los? Der Elefant ist kaputt gegangen. Wirklich, sie tragen diesen Satz vor, als es das Normalste der Welt wäre. Hier ist es ziemlich normal. Wir haben keinen Tiermechaniker. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Hat man es nicht schon in... Im ersten Teil, in der Dark Sedette, fand man das Problem mit dem kaputten Elefant schon mal. War das nicht schon mal ein Abenteuer? Ich hab zumindest starke... Ich hab das schon mal... Das mit dem Elefanten habe ich auf jeden Fall schon mal erlebt. Das war irgendwas ganz Verrücktes. Wir den Kopf schließen, dann rennt der los und befreit uns am Ende irgendwie. Und das ist dann... Ein ganz abweges Rätsel. Am Ende. In dem letzten Stromstoß geht ein warmes Glühen von diesem Kasten aus. Ich weiß nicht, ob ich ihn anfassen will. Tiere, verlasst bitte nicht den Zirkus, bitte. Es scheint bei einem dieser Stromstöße überladen worden zu sein. Wenn ich daran vorbei will, muss ich irgendwie die ausgebrannten Kabel ersetzen und den Motor neu starten. Zuerst muss ich eine andere Stromquelle finden. Es kommt sicher nichts Gutes dabei heraus, wenn man den Elefanten an die Stromversorgung der Stadt anschließt. Tja, ein Tierbetreuer haben wir hier. Was hat es mit dem mechanischen Tier auf sich? Vince ist jetzt Veganer. Also haben wir die Tiere freigelassen. Oh, das erklärt natürlich die Löwen im Park. Es gibt Löwen im Park. Warum hast du das nicht gemeldet? Die waren harmlos, sie haben keine Mähne verzogen. Aber im Ernst, ich hatte zu viel Angst, um es jemand zu sagen. Ah ja, Fahrgeschäft, Spiele. Wenn wir an dem Elefanten vorbei wollen, müssen wir ihn erst reparieren. Aha, also zu den Spielen. Es kommt mir so, das Entending habe, das habe ich doch schon mal, das habe ich schon mal gespielt. Definitiv. Das gab's in Teil 1 schon mal, oder? Das haben wir jetzt. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das Entending hier, das kenne ich alles. Oder habe ich gerade irgendwie seltsame Flashbacks von einer Alternativrealität? Ich muss gerade mal, ich gucke gerade mal die Playlist. Da gibt es eine Playlist auf YouTube. Von Dark Side Detective, dem ersten Spiel.
Wenn ich es dabei finde. Das kommt mir doch übel bekannt vor. Irgendwie. Das ging jetzt bei mir irgendwie. Das Entenfischen, das habe ich auch, das habe ich tut sich ja schon mal gemacht. Wo haben wir es nur? Let's play the dance detective. Ich könnte schwören. Sieht aber nicht danach aus. Meine Playlist ist nichts derartiges drin. Auf jeden Fall hier. Warum kommt das, aber warum kommt mir das bekannt vor? Habe ich das vielleicht irgendwo schon mal im Let's Test oder so in einer Demo gespielt? Stell dir nur das riesige Ei vor, aus dem dieses Monster geschlüpft ist. Ja, beeindruckend. Und die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Ausstattung? Oh, süße Entchen. Fangen die mit den lustigen Farben. Er sieht lecker aus. Er sieht eher wütend aus. Ich kann nicht glauben, dass du mich hierher gestoppt hast, um Enten zu fangen. Ich ruiniere mir noch meine Kleidung. Wollen Sie es versuchen? Ich jetzt hier habe einen Elefanten zu reparieren. Und kommt jemand dazu, auf dem Rumme zu arbeiten? Genauso wie man zu jeder anderen Arbeit kommt. Man gibt seine Träume auf und schiebt und schreibt Bewerbungen. Das ist eine erstaunlich realistische Sichtweise. Willkommen in der Realität. Recht hat sie. Einen Elefanten probieren? Nicht schlecht. Ich empfehle Apfelsauce. Ich spreche aus Erfahrung. Man sieht sich. Okay, hier mal Dosen werfen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe das schon mal gespielt. Hot Dogs, lecker Hot Dogs. Hey Norman, ich nehme einen Eierflip. Geschäft ist saisonabhängig. Ich nehme an, dass Eierflip-Geschäft saisonabhängig. Nee, Kumpel, jemand hat mir die ganze Milch geklaut. Niemand wollte Eier pur trinken, also wurde ich gefeuert. Hab ihm gesagt, dass man Essenskäufe ein Leben lang ist und nicht nur an Weihnachten. Und sie wollten nichts davon wissen. Oh, tut mir leid, das zu hören. Schon gut, zum Glück ist dieser Rummel in der Stadt, wie meine Mutter schon zu sagen pflegte. Wenn Gott eine Tür zumacht, macht er einen Zyklus auf. Und hör doch bitte, welche Geschmacksrichtung? Was hast du denn anzubieten? Vegan. Ist das eine Geschmacksrichtung? Wahrscheinlich. Irgendeine Soße dazu? Oh nein, danke. Gut, meine Mutter hatte nämlich keine mehr. Also habe ich nur leere Flaschen. Ich fühl sie bald in dem Kaffee in der Nähe auf. Da habe ich mal eine Limo gekauft. Also darf ich lebenslang nachfüllen. Ich glaube, so funktioniert das. Ne? Psst, psst. Hier ist dein Hotdog-Kumpel. Okay, wir haben einen Doc und das Brötchen. Ist alles vegan. Ich wollte Mutters Kühlschrank plündern,
aber da war nur Fleisch drin. Ich dachte mir, wird schon keiner merken, wenn da nichts drauf ist. Nicht mal du hast es bemerkt, obwohl du ein Detektiv bist. Was? Ich habe dich gerade darauf hingewiesen. Kumpel, das ist ein Hotdogbrötchen, kein Telefon. Wem sagst du das? Wie geht es Agnes? Mutter geht es gut. Ihr Mikrowellen-Eintopfgeschäft. Eintopf lebt nur ein, zweimal und läuft gerade an. Sie hat sogar schon Mitarbeiter und so. Und sie will bald anfangen, Hochzeiten zu beliefern. Wer hätte gedacht, dass man mit Eintopf so erfolgreich werden kann? Mutter hat das gedacht, deswegen Sepp hat sie das Geschäft aufgemacht. Hast du nicht zugehört? Und wir haben Dogbrötchen. Ich dachte, er hat nur Fleisch. Funktioniert der auch? Oh, der funktioniert einwandfrei. Mit sämtlichen Gezirkse und Gewiebse, dass man sich von einem automatisierten Tötungsapparat wünscht. Von einem was? Von einem normalen, friedliebenden Roboter. Vielleicht könnte ich den Schaltkreis von diesem Ding verwenden, den Elefanten neu zu verdrahten. So müssen wir ihn erstmal gewinnen. Das hier ist ein Spielzeug grüner Sari. Tut mir leid, das ist mir zu kompliziert. Oh Gott. Das kannst du besser. Na, du kleines Oktopus-Sälchen. Der schon wieder, Dudi. Du hast nicht zufällig so Weihwasser dabei. Hör auf mit den Hinhalten. Hör auf mit den Hinhalten, dachte Dudi. Die haben nicht genug zum Teilen dabei. Weißt du noch, was wir im Altersheim gesehen haben? Die Kraft der Freundschaft. Der Leben. Wenn du Weihwasser brauchst, hättest du selbst welches mitbringen sollen. Ich behalte dich im Auge, Bär. Verdammt, Studi. Eigentlich haben wir keine klare Vorstellung davon, wie die Dinosaurier ausgesehen haben. Diesen freundlichen Liga-Exemplar wurde durchs Fernsehen bekannt. Das ist aufgrund von Skelettfunden plausibel. Aber es sind viele Variationen möglich. Sie können pummeliger oder stacheliger gewesen sein oder Federn gehabt haben. Sie können Drachen gewesen sein und sie haben Drachenmagie verwendet, damit wir es vergessen. Was denn? Du hast gesagt, es wären viele Variationen möglich. Oh, ich will diesen Kerlchen unbedingt knuddeln. Ein Tintenfisch, was hier alles am Schund angeboten wird. Ist doch so, oder? Den haben meine Kinder gemacht. Oh, es bleibt trotzdem Schund. Wir dürfen es nur nicht mehr so laut sagen. Die Gesetze für Kinderarbeit haben sich im letzten Jahrhundert stark verändert. Warum grinst der so? Was weiß er, was ich nicht weiß? Ist das ein lila Waschbär? Ich habe aus Versehen ihn mit dem Oktopus gewaschen. Warum haben Sie ihn gewaschen? Er ist doch sicher neu. Er ist ein Waschbär, verstehen Sie? Na gut, ich habe ihn in einer Mülltonne gefunden. Sehr prickelnd. Ich lasse meine Hotdogs nicht im Regen stehen. Du lässt mich in dieser Staffel doch nicht wieder alle Mülltonnen durchsuchen, oder? Sie sehen betrübt aus für jemanden, der auf einem Jahrmarkt ist. Wissen Sie, ich bin ein Wettbewerbstyp. Ich nehme an Wettbewerben teil, an vielen. Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wenn man an genügend Wettbewerben teilnimmt, gewinnt man irgendwann. Ich habe einen Stempel mit meinen Daten, um diese Anmeldung zu beschleunigen. Mit einer automatischen Wählapparat und jede Menge Postfächer. Ich kenne alle Tricks, alle. Ich gewinne ständig. Dinge, die wir
wie Lippenpflegestifte, möchten Sie ein oder schicke Kinderwagen oder Tickets für spiritistische Sitzungen? Tatsächlich. Ich habe 97 Eintrittskarten für diesen Ort gewonnen. Ich sage Ihnen, irgendwann ist in der dritten Woche war es mit dem Spaß vorbei. Ich habe sogar eine Abmahnung wegen Fernbleiben von der Arbeit bekommen. Aber nehmen Sie nicht Freunde mit oder verteilen die Karten oder lassen sie einfach verfallen. Guter Mann, es verstößt gegen das Ehrenkodex. Und was man gewinnt, muss man auch benutzen. Sonst klaut man es jemand anderem. Was glauben Sie, warum ich in einem Kinderwagen angereist bin? Ja. Ein Clown-Auto. Ich könnte damit den Elefanten fremd starten, wenn ich den Schlüssel finde. Boah. Was glaubst du, was da drin vor sich geht? Finden wir es heraus. Aha, Tiergehege. Marlbots. Waren Futtern der Kriminellen verboten. Was machst du hier? Ich dachte, du bist im Einkaufszentrum. Marlbots. Wollte Traum verwirklichen, Entertainer zu werden. Erster Halt, Clown College. Zweiter Halt, Hollywood. Dann übernimmt Marlbots die Weltherrschaft. Alle sollen sich vor Marlbot verbeugen. Tam wurde verhaftet, weil er eine Kindsüßigkeiten geklaut hat. Das ist nicht so einfach, wie man es Tam versprochen hat. Tut mir leid, das zu hören, Tam. Kann ich mir dein Messer ausleihen? Bekommt Tam das diesmal zurück? Letztes Mal hast du ihm sein Messer nicht gegeben. Selbstverständlich. Na gut. Vielleicht bekommst du es nicht zurück. Immerhin bist du im Clown-Gefängnis. Tom fühlt sich doppelt betrogen. Belogen. Könnten wir uns von diesem Roboter nicht holen, was wir brauchen? Mit ihm nicht sein mechanisches Herz rausreißen. Ich bin ja kein Zahnradjäger. Ja. Sekunde. Machen wir eine ganz kurze Pause, 2 Minuten Pause. Ich muss mal kurz, ganz kurz was erledigen. Bin gleich wieder da.
Mir ist gerade noch was eingefallen, dass ich da noch was zu erledigen hatte, dass ich nicht warten konnte. Tierkäfige waren wir schon. Dann gehen wir mal ins Clownsgericht. Und die plädiert die Verteidigung lauthals und reichlich, euer Ehren. Clownrichterin, die ehrenwerte Richterin Dudi. Die Sitzung ist eröffnet. Und bis ich das Buch auf diesen Kerl werfe, wird das auch so bleiben. Dann werfen Sie es doch. Genug der Clown in der Reihe. Ich habe es verloren. Wo? Das hing es am Haken und man hörte einen Quaken, als eine renitente Ente es davon trennte. Aha. Clown Angeklagter. Besten sind Sie angeklagt. Ich? Meine Mandanten wird vorgeworfen, bei der Arbeit den Clown markiert zu haben. Aber er ist ein Clown. Das habe ich auch gesagt. Wir Clowns nehmen solche Dinge sehr ernst. Es steht einem Clown nicht zu, den Clown zu markieren. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Kein Herumgeklaune in der Freizeit und kein Herumgefreizeit in der Clownzeit. Die Sache ist so ernst, dass sie hier keinen Badungs, keine eingespielten Lacher oder andere komischen Geräusche hören werden. Komik ist schließlich kein Spaß, zumindest nicht für Clowns. Clownschlüssel? Ist das Ihr Auto, das da draußen steht? Ja, aber ich kann jetzt nicht sprechen. Ich muss diesen Clown verteidigen. Hey, wollen Sie etwa meinen Platz im Chor einnehmen? Wie bitte? Es ist mein Schlüssel, den Sie stehlen wollten. Finger weg. Es ist nicht lustig. Warum wurde ich hier fettige Gesichtsfarbe draufgeschmiert? Dem Gerichtszeichner ist das Papier ausgegangen. Dann ist er selbst ausgegangen. Wollen Sie den Job? Nein. Ist nicht lustig. Wir sind doch hier nicht im Zirkus, oder etwa doch? Wir sind doch hier nicht im Zirkus, oder doch? Und haben wir diese Ballons gefüllt, nachdem uns das hier die Maus gegangen ist? Nicht wirklich. Mit der heißen Luft des Angeklagten. Wie kann man mit so einer befangenen Richterin einen fairen Prozess erwarten? Einen fairen Prozess? Das hier ist ein Clownsgericht, kein Wolkenkuckucksheim. Ja. So sieht also ein Gerichtssaal aus. Ganz sicher nicht. Du warst doch sicher schon mal in einem echten Gerichtssaal. Du bist dort ein Polizist. Nein, ich pflege meine Vorladungen zu ignorieren. Das schien mir schon immer Zeitverschwendung zu sein. Und ich hatte recht. Wie es aussieht, wird die ganze Veranstaltung von Clowns geleitet. Da kann ich nicht widersprechen. Wo er recht hat. Gut. Wo ist diese Frau hin? Warum liegen ihre Klamotten auf dem Boden? Sie muss verschwunden sein, so wie die anderen, die Vince erwähnt hat. Wie oft kommt es vor? Verschwinden? Mit jedem Stromstoß geht mir ein potenzieller Kunde flöten. Vince wollte hier schon alles dicht machen, daher die Rechnung. Aber die Rechnungen bezahlen sich schließlich nicht von alleine. Sie ist weg, aber ihre Klamotten sind noch da. Sie hat das hier in der Hand, als sie verschwand. Ist das wohl jetzt ein Beweismittel? Ein Haken. Können wir ein Messer an den Haken machen?
Okay. Wie war das nochmal in der Realität, die nie stattgefunden hat und der ich das schon mal gespielt habe? Ich bin mir da so tot sicher, dass ich das schon mal gespielt habe. Ich habe es sogar gestreamt. Ich hatte das irgendwie gruselig. Stoßnerven. Wie können wir hier etwas Nützliches gewinnen? Das hätten Sie näher, gewinnen Sie ein Geschenk für einen die Menschen. Zufriedenheit garantiert. Na los, ich versuche es. Vielleicht gibt es hier etwas Nützliches. Ein Ball kommt sofort. Wenn Sie meine Dosen umwerfen, dürfen Sie sich einen Preis aussuchen. Ein Ball. Dann wollen wir mal. Wir? Sollen wir etwa beide werfen? Nein, vielleicht mache ich das lieber selbst. Aha. Hey, das war ein Volltreffer. Hahaha. Vielleicht muss ich einfach härter werfen. Keine Chance, ich bin nicht stark genug. Das ist doch Schummelei. Das gibt's doch nicht. Was machen wir nun? Tja. Komm, hier das Messer noch mal. Willst du diesmal versuchen? Willst du es mal probieren? Aber sicher, ich mag es, Dinge zu werfen. Oh. Oha. Sie haben mein klischeebeladenes, gezinktes Dosenwerf gewonnen. Welcher Preis darf es denn sein? Der größte Teddybär, den Sie haben. Nein, Judy, wir brauchen den Roboter. Damit können wir den Elefanten wieder zum Laufen bringen. Na gut, die doofen Roboter, der nicht zum Knuddeln taugt. Sind wir dann fertig? Kann ich jetzt wieder ein faires Spiel veranstalten? Sieht so aus, danke und Verzeihung. Yay! Einfach mal du die werfen lassen. Der ist stärker als wir. Wir sollten ja die bunte Ente, können wir die Ente hier angeln? Wird schon schief gehen. Keine Chance, Bruder. Ganz schön frech. Und überraschend. Oder auch nicht so überraschend. Versuchen wir es nochmal. Es hat keinen Zweck. Er fliegt jedes Mal weg. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Sache spannender zu gestalten. Glaube, die vielleicht ködern mit einem. Das kann wohl nicht schaden, den Hotdog ein bisschen Reichweite zu verleihen. Okay, können wir die Ente vielleicht. Bist bestimmt hungrig von den Herumgeflatterer. Was hast du da? Quack. Buch der Richterin. Aha. Ach, das Buch, das braucht sie ja. Eine Falle. Ich rufe meinen Anwalt an. Ja. So, wir haben ihr Buch. Danke, Fremder. Also bereiten wir dieser Farce ein Ende. Kraft dieser Perücke erkläre ich den Angeklagten für schuldig. Aua. Ich erkläre diesen Fall für abgeschlossen. Sitzung ist abgeschlossen. Die Sitzung ist geschlossen. Wie das mein Schlüssel ist, sehr wichtig für mich. Kann ich ihn trotzdem haben? Ja, warum nicht? Wirklich? Natürlich, ich bin ein Clown, ich bin unberechenbar. Okay, wir haben Clown-Autoschlüssel.
Also gut, fahren wir zum Elefanten. Moment noch, alle aussteigen. Was zum... Schlupfen die Geräusche. Ah ja, natürlich. Stimmt ja. Das ist ein Clowns-Auto, da passen 5 Clowns rein. Okay, ihr könnt das Auto jetzt haben. Danke. Auto springt an. Ah, das müssen wir mit dem ständigen Clown zu spielen, sollte ich mich lieber auf meine Ermittlung konzentrieren. Was machst du mit dem Turmbooter? Schaltkreis, gezacktes Metall. Ui. Wir ziehen die alten Drähte einfach raus und ersetzen sie mit diesem neuen Schaltkreis aus einem viel kleineren Gerät. Ich bin immer wieder erstaunt, wie einfach man in dieser Welt Dinge neu verdrahten kann. In der Frage, wie es lieber nicht, sonst müssen wir am Ende noch tagelang auf einen Elektriker warten. Okay, und jetzt die Überbrückungskabel. Okay, erst mit dem Auto verbinden. Dieses hierhin, jenes dorthin und voilà. Wir haben eine Stromquelle. Kein Grund, deswegen Französisch zu sprechen. Okay, ich würde mal sagen, also gut, starten wir das Auto und bewegen diesen Infanten. Mühsames Anlassen. Moment mal, was ist das für ein Geruch? Er wird überladen. Das ist gut, oder? Das wird schon in Ordnung sein. Alle aus dem Weg. Und auch nicht. Dann düst er ab. Oh Mann, das Ding ist alles andere als repariert. Das ist ganz und gar nicht gut, um ehrlich zu sein. Tja. Boah, dieser wild gewordene Elefant wollte sich mit den Pferden paaren. Wie abgefahren. Ach du liebe Güte, eine schöne Bescherung. Ich helfe nicht beim Aufräumen. Okay, was zur Hölle? Ich bin's. Schingius der Clown. Schingius. Der Kerl ist einfach verschwunden. Ich glaube, wir haben die Person gefunden, die für die vermissten Leute verantwortlich ist. So viel zum Thema Unschuldsvermutung. Es ist so, wie wenn ein Arzt den Hippokratischen Eid vergisst. Ich soll diesem Clown lieber nicht zu nahe kommen. Hallo, liebe Kinder, wollt ihr nicht in Schingels Welt kommen? Betretet doch nicht einen von Clowns befallenen Hürden doch. Ich wette, er würde uns nicht mal die Umzugskosten erstatten. Abgebrochener Pferdekopf. Dudi. Das ist kein echtes Pferd, Dudi. Ich weiß. Kaputter Pferdekopf. Zum Glück ist nichts passiert. Wie bitte? Sieh doch nur mal. Es ist nichts passiert, Dudi. Leute sagen immer, man soll den Elefanten im Raum nicht ansprechen. Aber wenn ich nach Hause käme und ein Elefant sich dort verbreitet gemacht hätte, würde ich das sehr wohl ansprechen. Ich würde meine Ex-Freundin anrufen, damit sie es sehen, wie gut es mir ohne sie geht. Aber genug von meinem Elefanten. Wie geht es deinem so? Du hast kein... Oh. Wie random. Darauf steht Glückwunsch, du wurdest nicht in eine andere Dimension gesaugt. Aha. Ich hoffe, er hat den Klassenzettel aufgehoben. Einen Ballon haben wir. Der Kerl ist einfach vor unseren Augen verschwunden.
Der Clown ist ohne Zweifel unser Mann. Ah ja, wir können nicht weg, solange dieser Irre nach Herzenslust Leute entführen kann. Können wir vielleicht, nur mal eine wilde Vermutung, ist nicht lustig, können wir vielleicht... Arme Luft, ich hole dich da raus. Da platzt ein Ballon. Statt den Clown zu spielen, sollte ich mal lieber auf meine Ermittlung konzentrieren. Und wenn ich den Ballon irgendwie mit... Kaputte Pfosten. Einige Pferdestangen haben sich bei Aufprall im Boden verkeilt. Können wir vielleicht... Können diesen Pferdekopf hier als Warnung an meine Feinde aufspießen? Nein, lassen wir das lieber. Okay. Das ist also nicht lustig. Tja, was machen wir jetzt hier? Da können wir nicht durch. Mit Clown nicht zu nahe kommen. Der Ballon passt gerade so, aber er ist eng. Ah, und jetzt können wir den Pferdekopf schleudern, oder was soll das passieren? Du hältst das fest und ich ziele mit dem Pferdekopf. Zum letzten Mal, das ist kein echtes Pferd. Ja, das ist mir natürlich klar. Okay. Ah, mein schönes geschminktes Gesicht. Er ist bewusstlos. Wie heißt es so schön, einem geschenkten Gaul schießt man nicht ins Maul. Sperren wir ihn in einen Tierkäfig, bevor er sich zu sich kommt. Er ist hinter Gittern. Tam teilt nicht gerne, genau wie dieses egoistische Kind. Wenn Tam einen Zeitgenossen kriegt, will Tam wenigstens seine Taschen durchwühlen. Huch, Tam hat was gefunden. Konfisziert. Ach Menno, nie ist das Gesetz auf meiner Seite. Sieh an, was haben wir denn da? Ein Bauplan. Da scheinen irgendwelche Blaupausen zu sein. Ich verstehe, wir suchen also nach jemandem Blauen. Einem Schlumpf vielleicht. Dieses Völkchen kommt auf meine Liste der Verdächtigen an zweiter Stelle. Weil ich meine, es ist eine Art Bauplan. Aber für was? Vielleicht für einen Teleporter? Ja, das würde Sinn ergeben, aber ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Was wir brauchen, ist gute, solide Polizeiarbeit. Stimmt, aber da steht Teleporter. Du hältst das verkehrt herum. Okay, mal sehen. Da steht großem Energiestoß mit etwas kombinieren. Das sich mit 88 Metern pro Sekunde bewegt, muss zu teleportieren. Das erklärt die Energieschwankungen. Ich glaube, wir müssen diesem Plan folgen, um die verschwundenen Leute zu finden. Lasst Tam nicht mit diesem Langweiler allein. Mit dem kann man sich nicht unterhalten. Maulbot wird sich mit dir unterhalten. Wirklich? Nein, hahaha. Maulbot hat ein Talent dafür, Witze zu reißen. Oh, Tam wurde zerlegt in seine Einzelteile. Mir wäre lieber gewesen, du hättest die Grafe vererledigt und meinen armen, unschuldigen Turbotter am Leben gelassen. Tja. Bauplan. Gut, dann gehen wir erstmal. Warte. Mit Clowns reden. Wer seid ihr, ne? Ich bin
Allmacht. Das hier sind G-Türmt, Dr. Schnecke von Sie und Azu. Hallo, klingt sehr erfreulich. Phil, du sollst den Mann nichts anmuten. Also wirklich. Was habt ihr dem Auto gemacht? Ich dachte, es gehört dem Anwalt. Was tut das? Aber es ist auch unser Büro. Wir sind eine Clownkanzlei. Sein Auto ist euer Büro und unser Zuhause. Ich weiß nicht, warum ich das so enthusiastisch gesagt habe. Aber es zeugt nicht gerade von Erfolg, oder? Wir haben Schwierigkeiten, Klienten zu finden. Seit die Stadt uns entlassen hat, aus irgendeinem Grund wollten die Leute nicht von der Kanzlei pacen, macht sie zur Schnecke und türmt vor Gericht vertreten werden. Oh, Moment, jetzt höre ich es auch. Ja. Sie schon wieder. Rachsa. Detective. Rachsa, was machst du denn hier? Und wer ist dein Begleiter? Oh, wo sind meine Manieren? Das ist mein Freund, Basam. Nett, euch kennenzulernen. Nicht so ungut, aber er ist ein Geist. Ja, eine lustige Geschichte. Wir haben uns über meinen Inspektor kennengelernt. Ich sollte ein Haus exorzieren, in dem er herumspukte. Stattdessen hat sie mein Herz exorziert. Oh, Geisterschätzchen. Ah ja. Oha. 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 Erstmal mit ihm hier reden. Dafür habe ich nicht eine ganze Woche lang bei einem tierärztlichen Hochschule gelauscht. Ich glaube, ich werde kündigen und meinen Traum verwirklichen. Ich werde Mechaniker. Aha. Die vermissten Leute scheinen Klamotten zu hinterlassen. Wie merkwürdig. Aha. Wir müssen immer noch. Wir müssen immer noch den Fall hier lösen. Der Blaupause kann bestimmt irgendwas machen. Ein Roboterbär, das sieht man nicht alle Tage. Wenn man in die richtige Bars geht, ist das gar nicht so ungewöhnlich. Geisterhaus, Riesenrad, Süßigkeitenstand. Was für eine Auswahl. Schokolierte Trunkbilder, rostige Nagelüberraschung. Gefühlsechte Lakritz. Können wir etwas kaufen, bitte? Guten Tag, ich heiße Candy und mein Name ist Programm. Candy? Das ist kurz für Ken Doffer, mein Familienname. Damit kommt man nicht leicht in einen Job, der nichts mit Skript zu tun hat. Das klingt spaßig. Ich habe einen Doktortitel in Biochemie, mit dem ich nichts anfangen kann. Es klingt weniger spaßig. Wir hätten gerne ein paar Süßigkeiten. Aber sicher, was darf es denn sein? Etwas Gummibärlauch, vielleicht Karamellen Aspik oder ein paar glasierte Arzneimittel? Stellen Sie mir einfach eine kleine Auswahl zusammen. Einmal die kleine Auswahl, kommt sofort. Süßigkeiten. Was wissen Sie über die vermissten Leute? Ich weiß, dass Sie nicht mehr meine Süßigkeiten kaufen. Kendorfer? Den Familiennamen sagen Sie? Oh ja, mein Vater war auch ein Kendorfer. Genau wie seine Frau. Mein Urgroßvater Kendorfer war ein erfahrener Kendo-Kämpfer. Und einer meiner Großväter war ein Hund. Ein entzückendes Kerlchen. Als er einem Auto hinterher rannte, hat es ihn erwischt, armes Ding. Ich habe 14 Cousins, die alle Kendorfer heißen. Da ist das Öffnen der Weihnachtsgeschenke ein echtes Erlebnis, aber auch ganz schön verwirrend. Kommen Sie wieder, wenn Ihnen nach Süßigkeiten ist. Meine Tochter Kendorfer
nähert sich ihrem Studium und ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Gebühren zu bezahlen. Ja. Geisterhaus, denke ich. Eine Robotafel. Huch, warum bewirft uns diese Robotafel mit Kugellagern? Aha. Ein Poster. Was ist das? Haben Sie diese Taube gesehen? Okay. Oh, sieh das, sieh mal dieses gruselige Türgesicht an. Gruseliges Türgesicht? War der Name meines Vaters? Nennt sie mich einfach Türgesicht. Hereinspaziert. Ihr seid herzlich willkommen. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich da rein will. Gewiefter Hakenmann. Oh, hey da. Kannst du mir einen Gefallen tun? Welchen denn? Kannst du mal eben diesen Haken hier halten? Ich habe einen Krampf in der Hand und muss sie ausstrecken. Ja, sicher. Powerhaken. Haha, reingelegt. Jetzt ist es deine Mordwaffe. Was? So ein Mist. Okay, können wir ihn mit Süßigkeiten anwerfen? Oder nicht? Okay, wo sind wir hier? Geheimnisvoller Eingang. Was ist hinter dieser Tür? Das ist ein gruseliges Geheimnis. Macht euch bereit, terrorisiert, hypnotisiert und vielleicht sogar pasteurisiert zu werden. Dies ist das Geisterhaus, bevölkert von guten Geistern und den entsetzlichsten Wesen von allen euch. Das war ganz schön unhöflich. Wir sind hier in einem Haus voller Geister. Was voller Geister? Wir kümmern uns nicht um Höflichkeit oder irgendwelche Benimmregeln. Ja. Na, dann würde ich mal sagen, rein hier. Spiegelbild mit langen Köpfen. Sieh dir diese Kieferpartien an. Sehr heldenhaft. Wir sind wieder am Eingang. Verdammt, das muss eine Art Labyrinth sein. Ein gruseliges Labyrinth. Spiegel mit langen Oberkörpern. Wenn ich so winzige Beine und Füße hätte, könnte ich mir putzneue Basketballausrüstung ausleihen. Das neue Basketballausrüstung. Lady Hummel? Ja? Kann ich Ihnen helfen? Ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Sie sind also nicht geschäftlich hier. Nein, tut mir leid. Dies ist das Büro des Jahrmarkts. Und wenn Sie nicht geschäftlich hier sind, kann ich nichts für Sie tun. Es ist ein ziemlich biederes Büro für einen Ort mit dem Wort Frivol im Titel. Stellen Sie es sich vor wie einen umgekehrten Vukuhila. Vorne Party und hinten seriös. Vielleicht nehme ich das als Anregung für einen neuen Haarschnitt. Ich arbeite hier hinten, damit mich keiner stört. Was ist mit den Leuten, die sich im Spiegelkabinett verirren? Es passiert doch sehr andauernd. Nein, die Messingkiste finden sich dort gut zurecht. Es ist ja auch nicht besonders schwer. Ich bin überrascht, dass Sie hier genannt sind. Schließlich sind Sie ja ein Detective. Was ich damit sagen will, falls ich jemals vermisst werden sollte, beauftragen Sie jemanden anderen mit dem Fall. Das stammt aus meinen Glanzzeiten als Künstlerin. Inzwischen habe ich mich von der bärtigen Frau zur bärtigen Chefin hochgearbeitet. Ja. Das hatten wir schon. Eine vielfältige Auswahl an Büchern. Die Zukunft voraussagen von Hedda Seher. Die Kraft des Gesetzes von Vivian Klage. Wespenstich überleben von Anaphylaktik. Ja.
gewelltes Spiegelbild. Endlich die Ziege, die Ziegenbeine, die ich mir immer gewünscht habe. Oha. Breites Spiegelbild. Sie gefällt mir nicht. Ein Teil von mir ist abgeschnitten. Womit habe ich das verdient? Oha, das war richtig. Kopfstehendes Spiegelbild. Huch, wie kann es sein, dass die Mütze auf meinem Kopf bleibt? Unerwünschter Gast. Vielleicht sollten wir sie nicht bei ihrem romantischen Abendessen stören. Ah ja, sehr schönes Gimmick. So, hier ging es lang. Gestauchtes Spiegelbild. Okay. Kein Kommentar dazu. Oha. Gekleideter Mann. Willkommen, willkommen. Bogarts und Gogarts. Willkommen bei Monsignor Pompiers fahrender Monstrositäten-Show, dem Wanderzirkus der abartigsten Abscheulichkeiten. Was geht hier vor? Ich weiß nicht, warten wir es ab. Jeder Jahrmarkt braucht eine Ausstellung von Dingen, die zu bizarr und furchterregend und abscheulich für diese Welt sind. Wie wäre es ohne den restlichen Vertreter der Menschheit überhaupt ein Jahrmarkt? Die Schausteller, Süßigkeitenverkäufer und Werbeplakate sagen ja, aber ich sage nein. Das Krabinchen. Darf ich vorstellen, das Krabinchen. Mit dem Kopf eines Kaninchens und den Scheren einer Krabbe trug es einen schlecht sitzenden Anzug und fühlte sich fabelhaft. Komm ruhig näher, kleiner Raja. Willst du es nicht streicheln? Nein, danke. Schade, aber wahrscheinlich ist es besser so. Sobald man seinen Gestank an sich hat, neigt es dazu, einen seinen Träumen heimzusuchen. Ja. Was für ein wunderschöner Ort, um Fotos zu machen. Aber irgendwie sehen sie alle gleich aus. Moment, Dame, das ist ein Spiegelkabinett. Sie machen also nur Selfies. Was für ein kluger, höflicher Junge. Sie müssen sehr stolz auf ihn sein. Er ist nicht mein Sohn. Oh, ich verstehe, tut mir leid. Sie machen also einen Ausflug mit ihrem Stiefsohn. Wie reizend. Sieh dir die langen Affenarme an. Du hast die gleichen. Ich? Nein, meine Arme sind perfekt. Aber der Spiegel? Perfekt. Ah, sehr schön. Okay, hier waren wir. Nein, hier auch nicht. So wird das nie was. Ich verstehe nicht, warum all diese Spiegelbilder uns näher zusammenstehen lassen. Oha. Was geht hier vor? Tesla? Dieses vermaledeite Huhn denkt, es könnte mir Paroli bieten. Mir, Nikola Tesla, dem Erfinder der Elektrizität. Da lachen ja die Erfinder, da lachen ja die Hühner. Es kann nicht mal Eier legen, es ist nur ein Roboter, ein kaltherziger Roboter. Aber nicht mehr lang, Hühnchen. Eine Dosis meines Todesstrahls. Du bist Geschichte. Geschichte, hörst du? Aha. Wenn ich bei unserer wöchentlichen Runde Detective und Delinquenten eines gelernt habe, dann dass man ein Verlies nie ohne Seil betreten sollte. Natürlich, die Unholde fesseln sich schließlich nicht selbst. Okay, wir haben ein Seil. Die habe ich erfunden. Netter Todesstrahl. Ja, das ist ein Todesstrahl. Mein Strahl des Todes, gebaut für und gerichtet auf meinen Erzfeind. Ich dachte, Edison wäre schlimm, aber dieses Huhn, ein widerliches Ekel, das sage ich Ihnen. Okay,
Sie wünschen eine Audienz bei mir, dem genialen Erfinder der Elektrizität. Sie haben die Elektrizität nicht erfunden. Sie ist eine grundlegende Kraft im Universum. Sie können sie höchstens entdeckt haben. Nein, ich habe sie erfunden. Ich habe viele komplizierte mathematische Gleichungen aufgeschrieben und sie eigenhändig mit einer Drehmaschine auf eine Spanplatte geritzt. Ist das wirklich das Vermächtnis, das Sie hinterlassen wollen? Hahaha, meine Arbeit ist so umfangreich und tiefgreifend, dass mein Vermächtnis durch nichts getrübt werden kann. Da müsste ich schon etwas unvorhersehbarer Dummes tun. Das einzige Szenario, das ich mir vorstellen könnte, wäre ein Oberbösewicht, der mit neuartigen Verbrechungsmaschinen ein motorisiertes Gerät ins Weltall schießt und das Ganze als Öffentlichkeitsarbeit darstellt. Wobei er in Wirklichkeit die Möglichkeit testen will, ein paar Superreiche auf einen neuen Planeten zu fliegen, während der Rest der Menschheit auf den Überresten der Erde dahin sieht, die er ausgebeutet hat, um zu seinem Reichtum zu gelangen. Oh, und das Ganze natürlich unter meinem Namen, aber das wird niemals passieren. Alle drei blicken in die Kamera. Warum verachten Sie das Huhn so sehr? Lassen Sie mich das mit einer Gegenfrage beantworten. Sehen Sie hier irgendwo eine Taube? Nein. Eben, da haben Sie Ihre Antwort. Ich fürchte, das reicht mir nicht als Antwort. Nein, die Taube, bevor diese robotische Abscheulichkeit aufgetaucht ist, war sie immer da. Und jetzt ist sie weg. Fortgejagt von diesem grässlichen Federvieh. Daran besteht kein Zweifel. Wenn ich diesem vermaledeiten Vogel den Garaus mache, kann sie zurückkommen. Ich mochte diese Taube wirklich gern. Ich verstehe. Warum haben Sie das Huhn nochmal nicht erledigt? Sparen Sie sich diesen Huhn, meine Herren. Ich wollte ihm gerade den Fotostabe wegpusten, als irgendein Trottel den Stromkreis über den Hahn hat. Hahaha, forderte Schnabel. Tut mir leid. Jetzt stecke ich in der Klemme. Ich brauche ein Gerät, dem vor den Stromausfällen genügend elektrischen Energie gespeichert wurde. Ganz recht, ich brauche einen Kondensator, um meinen Todesstrahl zu fördern. Das Huhn zu Hackfleisch zu verarbeiten. Hackfleisch macht man normalerweise nicht aus Hühnern, oder? Okay, wir müssen einen Kondensator mitbringen. Mal sehen, worauf dieser entsetzliche Apparat zielt. Aha. Das Roboterhuhn sitzt auf dem Riesenrad, genau über dem Liebestunnel. Na, dann müssen wir wohl dort mal hin. Zum Riesenrad. Zum Liebestunnel. Gut, ich würde mal sagen, ich mache an der Stelle mal eine kleine Steampause. Viertelstunde meine Pause. Mal kleine Kaffeepause, kleine Toilettenpause. Bis gleich, würde ich sagen. Dann spielen wir hier das noch zu Ende. Machen wir das. Dann geblieben. Es geht gleich weiter.
So, willkommen zurück. Dann machen wir hier mal weiter. Ich bin ja kein Physiker, aber das sieht alles andere als sicher aus. Das Riesenrad, die Mutter. Sie durchläuft gerade ihre. Der Tod kann mir gar nichts befassen. Ein Jammer, dass das Riesenrad kaputt ist. Ich wollte damit bis an den Himmelstyp vordringen und sie mit diesem Centurio-Speer aufstoßen, den ich einer Amazone abgekauft habe. Nächstes Mal wirst du nicht so viel Glück haben, Gott. Nina, ich habe dir doch ausdrücklich verboten, dir mit Gewalt Zutritt zum Jenseits zu verschaffen. Wir sind schon in Valhalla unerwünscht. Entschuldigung, Mama. Ja, normal. Endlich jemand, auf den ich die ganzen Schlamassel abwälzen kann. Wir mitteln hier eigentlich nur bezüglich der vermissten Leute. Die sind genauso wenig mein Problem wie die Leute, die da oben festsitzen. Was wissen Sie über die vermissten Leute? Sie sind ganz schön hartnäckig. Was? Nicht viel. Irgendjemand wurde vermisst. Dann gab es hier einen Lichtblitz in einer der Kabinen und seitdem funktioniert das Ding nicht mehr. Wie viele Leute sind da noch oben? Es gibt keinerlei Möglichkeit, das herauszufinden. Zumindest für mich. Wann ist der Strom im Riesenrad ausgefallen? Keine Ahnung. Nach dem Lichtblitz habe ich ein paar Leute rausgeholt. Seitdem kümmere ich mich nur noch um das Tamagotchi, das mir einer von ihnen zum Dank geschenkt hat. Ein digitales Haustier, ist das also wichtiger als. Wie alt ist es? Ist jetzt gerade erwachsen, Dudi. Was denn? Ich brauche einen Tipp von ihr. Meine gehen immer kurz nach dem Schlüpfen ein. Gut, dass ihr wieder verschwindet. Ihr habt die entspannte Atmosphäre ganz schön versaut. Okay. Wir klettern mal hoch. Oh, okay. Hier ist auch ein Typ verschwunden. Und eine andere oder eine Person. Dort muss eine der Personen verloren gegangen sein. Warum ziehen sie sich alle aus, bevor sie verschwinden? Glaub nicht, dass sie es mit Absicht tun. Plötzlich unverhofft zu sein, das kenne ich. Ich meine, die Klamotten scheinen einfach liegen zu bleiben und sie verschwinden. Wie gesagt, ich kenne es. Sehe keinen Weg nach oben. Wir haben alles versucht. Es wird Zeit, dass wir aufs Revier zurückkehren und den Papierkram erledigen. Und wir suchen einen Weg nach oben. Beides sind legitime Optionen, aber meine Punkte mit Papierkram. Du liebst Papierkram. Okay. Festsitzender Typ. Ist alles in Ordnung da drin? Machen Sie Witze? Ich habe viel Geld bezahlt, nur um hier eingesperrt und ignoriert zu werden. Doris und McNuggets. Detective. Und es ist nicht das, wonach es aussieht, Patrick. Nicht? Nein. Nein? Nein. Sind also nicht? Nein. Sind wir nicht? Nein, sind wir nicht. Was für ein Glück. Ist das das? Das sollte es. Ist das nicht? Denn für einen Moment dachte ich auch, ihr würdet auf diesem Riesenrad festsitzen. Oh. Ja. Puh. Ich dachte, auf dem Tunnel wäre alles so gekünstelt und gelangweilt. Ist langweilig. Aber jetzt hängen wir hier in schwindelerregender Höhe in einem unsicheren Käfig und sind unserem Schicksal ausgeliefert. Wie romantisch. Ja. Vielleicht können wir hier. Wenn ich das festbinde, sollte es als improvisierte Wurfhaken funktionieren.
Wurfhaken. Vielleicht können wir hier. Ja, zu wenig Reichweite. Ich brauche irgendeine Möglichkeit abzufeuern. Okay, die haben wir noch nicht. Vielleicht finden wir die irgendwo anders. Erstmal zum Liebestunnel. Dieses Fahrgeschäft scheint funktionstüchtig zu sein. Ich frage mich, ob. Dieses Herz scheint lose zu sein. Eine Herzschachtel, oha. Sieht aus wie der Mechanismus für den Wasserfluss. Sehen wir uns das mal an. Ach du Scheiße. Sieht aus, als müsste ich diese Hebel so einstellen, dass das Wasser mit 88 Metern pro Sekunde fließt. Das sollte etwa dem grünen Bereich auf diesem Messgerät sprechen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was hier der Hebel bewirkt. Offenbar funktionieren einige Hebel paarweise. Nicht dem Verlauf der Folge lässt sich bestimmt herausfinden, was womit verbunden ist. Aha. Perfekt. Das müsste jetzt klappen, oder? Ich muss das Messgerät auf 88 Meter pro Stunde bringen. Mit den Ventilen sollte ich das hinkriegen können. Können wir vielleicht. Verpackung ist dasselbe Leben. Ich dachte, es wäre Ordnung. Ein Geschenk. Okay. Warte mal, haben wir vielleicht einen Plan? Vielleicht steht da was drauf. Schlingels scheint große Energiestübe mit sich schnell bewegenden Objekten zu verwenden, um Leute zu teleportieren. Vielleicht können wir es ihm gleich tun, um die vermissten Leute zu finden. Das ist nicht lustig. Aber wenn ich jetzt hier was aufdrehe, dann müsste es ja. Okay, da muss es durchfließen. Ich meine, das hatten wir ja eigentlich schon. Oder nicht? Und dann mal hier durch vielleicht. Jetzt fließt das hier so lang. Das müsste eigentlich hier fließen, das müsste eigentlich gehen, oder nicht? Das Rätsel verstehe ich nicht ganz. Tja.
Okay, so ist es standardmäßig. Was ist auf uns zu? Was verändert sich hier? Da passiert nichts. Das senkt den Druck wieder ab. Ich glaube, diese Geschwindigkeit ist jetzt richtig eingestellt. Ah ja. Verstehe ich nicht. Vielleicht kann ich mit diesem Fahrgeschäftsinterporter auf dem Bauplan nachbilden. Der Schwan ist bereit, 88 Meter pro Stunde zurückzulegen. Jetzt noch eine Stromquelle finden. Stromquelle, wo soll man jetzt eine Stromquelle finden? Es ist gleichermaßen grauenerregend und einladend. Okay, eine Stromquelle. Wie können wir den mal auseinanderbauen? Eine T-Shirt-Kanone ohne kann ich nicht. Eigentlich wollte ich Kanone nicht sagen, weil es wie Kanone klingt. Verstehst du? Aber ich habe die Wörter in der falschen Reihenfolge gesagt. Das war es nicht witzig. Was wolltest du denn sagen? Ich kann ohne nicht leben? Ja, genau das. Verstehe. Naja, der Wille war da und darauf kommt es an. Ah ja. Und doch bestimmt jetzt. Das sollte dem Wurfhaken mehr Reichweite verschaffen. So, Wurfhakenkanone. Hier hin. Wird schon schief gehen. Junge, sollte besser nichts schief gehen. Auf nach oben. Juhu. Das ist es, das Roboterhuben, das Nikola Tesla kreiert. Eines der großen Genies der Menschheitsgeschichte. Wie heißt es so schön? Entweder man stirbt, erzählt oder man verwandelt sich in einen von Geistern bis es ins kybernetisches Federvieh. In der Tat, das ist ein weit verbreitetes Sprichwort. Ah ja. Und wie werden wir das jetzt los? Das bringt uns wohl nicht weiter. Hast du irgendwas, womit man einen Hundern locken könnte? Okay, scheinbar nicht. Können wir ihm vielleicht ein Geschenk geben? Statt den Clown zu spielen? Okay. Dadurch passiert nichts. Können wir ihm wer anders hier ein Geschenk geben? Ist nicht lustig. Und irgendwas, womit wir die Taubern das Ding anlocken können. Kann man das irgendwie scheinbar nicht.
ist nicht zu verkaufen. Ein gescheitertes Experiment. Eine Lichterkette aus Lakritz. Funktioniert nicht und schmeckt widerlich. Dafür kann ich kein Geld verlangen. Also wenn Sie es verschenken, würde ich sie nehmen. Nur zu, nehmen Sie sie. Lakritz-Stromkabel. Vielleicht können wir damit irgendwie... Nur so eine Idee. Könnte klappen. Okay, verbinden wir mit diesem Kabel das Roboterboot und das Liebesboot. Wenn es dann von Teslas Todesstrahl getroffen wird, lädt es das Boot auf und wir können uns an den Ort teleportieren, den Schingen es die vermissten Leute entführt hat. Du liebst die Arbeit wirklich, oder? Ich würde sie gegen nichts in der Welt eintauschen. Okay, ich hatte an was anderes gedacht, aber... Soll mir recht sein. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie den Spukhaus dazu bringen. Kann ich meinen Schrittzähler dann noch vertrauen? Können wir dazu überreden zu feuern? Scheinbar nicht. Okay. So. Wie können wir jetzt können wir scheinbar nichts machen. Mit ihm können wir nicht überreden. Können wir hier noch zurück und irgendwas machen? Hier wollen wir noch nicht mehr. Vielleicht können wir hier irgendwie mit dem Bauplan. Ist nicht lustig. Verzeihung, ich dachte, ja, man hat Stromprobleme. Wie kann das alles so reibungslos funktionieren? Oh, ich habe einen Kondensator einbauen lassen. Wenn Strom fließt, lädt er sich auf und bei Stromausfällen versorgt er die Ente mit Energie. Das ist genau das, was ich brauche. Ich komme nicht dran. Sie bekommen es auch nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag hier rumstehen und immer nur geben, geben, geben. Sie, nie bekomme ich etwas zurück. So geht das nicht weiter. Oh, vielleicht... Oh, wie aufmerksam. Ich habe auch etwas für Sie. Und zwar, was auch immer Sie von meinem Stand haben wollen. Ich will den Kondensator gerne haben. Netter, großzügiger Mann wie Sie. Mein Herz haben Sie bereits, dann können Sie auch den Kondensator drauf haben. Was ist mit der vermissten Frau passiert? Das gleiche Licht flackern, das wir schon den ganzen Tag sehen. Dann ein großer Lichtblitz und puff, war sie verschwunden. Wir müssen den Stromstoß verpasst haben, als wir bei den Clowns im Zelt waren. Passen Sie auf, das Mädchen... auf, solange ich nach der Frau suche. Gut, ich passe auf sie auf, aber sie spielt nicht umsonst. Ich habe Jahrmarkt, spiele erstmal satt. Satt? Ich habe ihnen zugesehen und sie haben keine einzige Ente gegessen. Sie können gar nicht satt sein. Wie ich schon sagte, sie sind aus Plastik. Man sieht sich. Okay, jetzt müssen wir nur noch rankommen. Mitnehmen dürfen muss. Irgendwo eine Leiter, die wir nehmen können. Wie kommen wir da jetzt ran? Irgendwo eine Leiter. Ah, hier ist eine Leiter. Und haben wir die Leute runtergeholt, die in unseren Kabinen waren.
Was ist mit denen in den U-Boot-Kabinen? Sind die immer noch da oben? Ja, etwas ziemlich kurz. Okay. Dann versuchen wir das mal. Mit der Leiter. Damit soll ich raufkommen. Endlich gehört sie mir. Hier steht der Kondensator. Ach ja, man kennt's. Das ist ein ganz bestimmter Kondensator. So, den müssen wir jetzt in der Ente, glaube ich, einbauen, wenn ich das jetzt richtig. Und da bauen wir den in der Maschine an. Ja, genau, das brauche ich. Jetzt grill ich dieses elende Huhn. Sie haben keine Erlaubnis zum Abfeuern dieses Strahls. Mein Kollege hier wird das übernehmen. Wirklich? Ja? Ha, na gut, dann feuern Sie. Jetzt muss erst in Position gehen. Ich muss erst in Position gehen. Worauf warten Sie dann noch? Dafür bin ich Polizist geworden. Hahaha, frittieren Sie das verdammte Huhn. Okay. Und zurück in die Zukunft. Dann mal los. Wir haben kein gutes Gefühl bei der Sache. Bei meinem Liebeshund das Foto machen. Oh oh. Pox der Clown. Meine Damen und Herren, unser letzter Wettbewerber für diese Runde ist wach. Was ist hier los? Vergeltung, Rache, Abrechnung. Ihr Menschen habt uns unseren innig geliebten Shingles genommen. Ihr habt ihn seiner Familie entrissen. Bis wir ihn zurückbekommen, entführen wir euch und schicken euch auf den Spießrutenlauf namens Shingles Circus. Aber wir haben ihn nicht Ruhe, schließe jetzt den Mund, die Mundbucke und breite deinen Gehirnlappen auf den Zirkus vor. Nur die Besten und Glücklichsten überleben. Seid ihr bereit, euch die Beinchen abzustrampeln? Könnt ihr den Horror überleben, der euch erwartet? Schafft ihr es alle hindurch oder müssen wir noch mehr von euch fleischigen Plaggestern entführen? Mit anderen Worten, kann es losgehen? Noch nicht. Lasst euch nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss schließlich für Unterhaltung sorgen. Ja. Achtung, fertig, los. Was passiert hier? Okay. Ich verstehe nicht. Tommy. Ah, Hilfe, ich bin beim Runterfallen hier hängen geblieben. Nur die Ruhe. Ich sorge dafür, dass sie runterkommen. Es ist vielleicht nicht gerade die beste Zeit, um runterzukommen. Oh, jetzt verstehe ich, was sie meinen. Was ist das, Sportsfreunde? Haha, sie sind noch nicht einmal richtig im Zirkus angekommen. Und schon haben sie Probleme. Vielleicht sollten wir den Teleporter anwerfen, damit wir uns schnell neue Opfer holen können. Uhahaha. Warten Sie, ich arbeite an etwas. Oh, na gut, wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, können Sie versuchen, mich hier runterzuholen. Dann arbeite ich doch. Oh, super. Ich dachte, dass Sie mich einfach hier hängen lassen. Oh Mann, das hört sich jetzt so dumm an. Aber ich dachte, Sie lassen mich hier oben, während Sie an etwas anderem arbeiten. Vielleicht an einem Referat oder einem leckeren Rezept für Lasagne oder so. Ich könnte jetzt wirklich eine Lasagne vertragen. Könnten Sie daran vielleicht zuerst arbeiten? Nein, nein, schon gut. Ich höre ja schon auf, mich wie eine Prinzessin aufzuführen, die gerettet werden muss. Okay, da mein Reifen. Ein Reifen, durch den man Löwen springen lässt.
Gibt es hier etwa einen Löwen? Dann würde ich nämlich sterben. Ich würde vor Freude vibrieren, bis ich eine Frequenz erreiche, auf der explodiere und euch alle mit in den Tod reiße. Metallreifen. Okay. Eine Peitsche. Eine alte Peitsche eines Löwenbändigers. Vielleicht kann ich sie gebrauchen. Den Hammer vielleicht noch. Ein riesiger Hammer könnte nützlich sein. Uff. Kommen Sie zurecht? Wer ich? Ja, ich komme zurecht. Es ist federleicht. Okay, jetzt haben wir einen Hammer, eine Peitsche und einen Metallreifen. Ich habe keine Ahnung, wozu das nützlich sein könnte. Dieser Ort scheint eine heruntergekommene Darkseid-Verschwörung eines Jahrmarkts zu sein. Robin Lukas. Eines dieser Spiele, bei denen man zeigen kann, wie stark man ist. Es ist so peinlich, dass wir alle im selben Outfit gekommen sind. Willkommen, wir wurden entführt. Wir brauchen keine Ausreden, sondern Lösungen. Alles in Ordnung, Kleiner? Könnte schlimmer sein. Immerhin bin ich nicht der Typ da oben. Okay. Mit ein paar wohldosierten Schlägen sollte ich daraus etwas Nützliches machen können. Okay, ehemalige Reifen. Ich bin das einfach hier fest und schon habe ich ein peitschenartiges Haken-Dingsbums. Hakenpeitsche. Okay, nutzen Sie das hier. Aha. Sehr schön. Puh, das war aufregend. Pa, ich bin noch nicht fertig mit euch. Hier kommt der Jäger. Oh oh. Was zum Henker ist das? Keine Ahnung, aber es scheint die Plattform gelöst zu haben. Schnell pannen wir hier weg. Ist das Ding weg? Ich glaube schon. Wo sind wir jetzt? Okay. RNUAL. Okay, vielleicht können wir das L. Ich kann gerade gar nichts. Ah, jetzt kann ich wieder was. Oh Mann, das Jahrmarktschild, das heißt, wir sind draußen, hurra. Ich enttäusche Sie nur ungern, aber wir sind weit von zu Hause entfernt. Oh nein. Mal sehen, ob ich das abbekomme. Oha, ging schon seit einer Kiste. Ich denke, wir sollen da mal drauf drücken. Hahaha, Sie haben den Schalter gedrückt. Diese Idioten. Sagt hallo zu den kleinen Freunden. Nun, das hat die Sache nicht gerade besser gemacht. Das Licht scheint die Tentakel zu verärgern. Wenn auch nicht etwa, oh mein Gott, er tut es tatsächlich ekelhaft. Ein großes L. Wir sind doch nicht in dem Zirkus, oder doch? Ich glaube, wir halten uns lieber fern von diesen Dingern. Nun komme ich da nicht ran. Okay, was machen wir nun? Wir müssen irgendwie dorthin kommen. Tja, wir kommen jetzt an Land.
Eine große stabile Kiste. Weil ich bin so schwach, seit sie mir meinen Geist ausgetrieben haben. Ihr müsst einfach nur diese Kiste halten. Aha, und jetzt wollen wir dieses Licht mal umdrehen. Wie ein leuchtende Piranha. Moment mal, was? Okay. Bildschirm abgerissen. Verdammte Ahne. Verschwinden wir von hier. Was zum? Es war kein Ufer, sondern ein Fließband. Okay, das ist ziemlich gruselig. Hahaha. Jetzt hat euch mein Jäger geschnappt. Ich kann mich nicht befreien. Meine Brust zieht sich zusammen. Ist das eine Panikattacke? Nicht traurig sein. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Jetzt atmet sich tief durch und dann ab in die Kiste. Captain, wir sinken. Ich glaube, mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Alles ist ganz nass. Nein, mein Junge, keine Sorge, wir sind nur in einer Kiste im Wasser, die sich langsam mit Schleim füllt. Jetzt ist mir ein Missgeschick passiert. Ein loser Nagel. Wenn ich ihn nur erreichen könnte. Spannen Sie uns jetzt nicht auf die Folter. Was wäre, wenn Sie ihn erreichen könnten? Okay, wir haben einen Nagel. Wir sind doch nicht hier. Okay. Wenn ich gefesselt bin, komme ich nicht ran. Ja. Ich halte deine Hände bei dir. Müsste ja nur ein bisschen hiermit bearbeiten. Ich bin frei. Ich werde das nicht öffnen, bevor alle befreit sind. Okay. Kann ich irgendwie die anderen befreien? Okay, Lydia. Ich skippe mal den Text hier. Halten Sie still, das ist leichter gesagt als getan. Das ist alles in freier Decke. Okay, schwimmen wir nach oben. Yay. Mark. Oh nein. Sind wir tot? Oh, einen Moment bitte. What the fuck? Was geht hier ab? Mit Licht ist es gleich viel besser, nicht wahr? Willkommen im Fischmagenlabor. Dies ist ein Labor, verstehen Sie, im Magen eines Fisches. Haben Sie hier die ganze Zeit im Dunkeln rumgesessen, ganz alleine? Nein? Ja. Ein Bild von Dudi, was sucht das hier? Moment mal, woher kennen Sie Dudi? Dudi? Ist das sein Name? Dudi? Ja, das fühlt sich auf meiner Zunge richtig an. Dieser Mann hat mein Leben verändert. Rückblende. Ah, aus irgendeinem Grund sind mir die Achten runtergefallen, die ich viel zu hoch gestapelt hatte. Ich helfe Ihnen, sie aufzuheben. Das würden Sie für mich tun? Was für ein netter und rechtschaffender Mann. Sie sind, eines Tages werde ich mich dafür erkenntlich zeigen. Okay. Seit jenem Tag
stehe ich in seiner Schuld und weiß nicht, wie ich es wieder gut machen soll. Als ich weitere Leute wie ihn sah, ich nenne sie Beinläufer, hoffte ich, dass sie mich vielleicht zu ihm führen könnten. Ich habe in Windeseile diese Maschine gebaut und im Stadion nach ihnen gesucht. Und da sie ihn kennen, lag ich anscheinend richtig. Ah ja, willkommen an Bord, meine neuen Freunde. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Es war meine Pflicht, ich habe eine Schuld zu begleichen, sprach ich inbrünstig, während ich andachtsvoll in die Ferne blickte. Haben Sie gerade erzählerisch beschrieben, was Sie getan haben? Nein, natürlich nicht. Ich habe es eher zögerlich vor mir hingemurmelt. Was ist das für ein Ort? Das Fischmagenlabor. Ich habe es erst heute gebaut, als ich die Menschen im Fernsehen sah. Ich wusste, dass man unter Wasser am besten durch den Zirkus kommt. Und dass der Hauptrechner wahrscheinlich auch hier unten ist. Wir haben sie uns gefunden. Ich war stundenlang auf der Suche nach dem Hauptrechner. Als ich euch auf dem Fließband sah, wusste ich, wo er euch abwerfen würde, sobald er euch in die Kiste gepackt hat. Ich blieb einfach hier und wartete auf eine Bewegung im Wasser. Danke dafür. Ich weiß nicht, ob wir die Situation ohne ihre Hilfe heil überstanden hätten. Sicherlich nicht, denn in diesen Gewässern wohnt der Gorilla-Oktopus. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, wenn er sie erwischt hätte. Wie gesagt, danke. Was machen wir jetzt? Ich glaube nicht, dass sie Shingles entführt haben. Es müssen unglückliche Umstände gewesen sein, die sie in die Situation gebracht haben. Ich möchte diesen Hauptrechner finden und ihn nach Bildmaterial von seinem Verschwinden durchsuchen. Wie Sie auf meiner Karte sehen können, habe ich in allen Segmenten außer einem nachgesehen. Ich kann es nicht finden. Wenn es uns gelingt, Koordinaten herauszufinden, können wir sie im Laborcomputer eingeben und uns dorthin begeben. Ich war noch nie gut in Zahlen. Bingo, Sudoku, Zählen, das ist alles nichts für mich. Das klingt alles wie ein Plan aus der IT-Abteilung. Was ist die einzige Möglichkeit? Also sollen wir es versuchen? Was hat es mit diesem Hauptrechner auf sich? Oh, der Hauptrechner speichert alle Bilddaten aus dem Zirkus, jede Kamera. Mit ihm können wir Shingles letzte Schritte nachfolgen und erfahren, was wirklich passiert ist. Mit diesen Hauptrechner hacken können wir ihre Unschuld beweisen. Es sei denn, sie sind schuldig. Über diese Möglichkeit habe ich bisher jedoch noch nicht nachgedacht. Wie auch immer, packen wir es an. Seien Sie vorsichtig, ich habe vorhin einen Flussaffen auf diesem Schiff freigelassen. Das sind sehr gewalttätige Geschöpfe. Es war keine sehr gute Idee, um ehrlich zu sein. Sehen Sie ihm lieber nicht in die Augen. Draußen ist es stockdunkel. Ich kann nichts erkennen. Es ist kein Dunkelheit, das ist ein Kraken, der sie anstarrt. Oh. Ja. Oh Mann, meine Papers sind nicht mehr zu gebrauchen. Moment, sind Sie Polizist oder? Ich habe meine Papiere gemeint, Ausweis und so weiter, nichts anderes. Okay. Dieser Stein ist in meiner Haare, meinen Intimbereich und meine Seele eingedrungen. Ich werde nie wieder richtig sauber sein. Alles in Ordnung, Kleiner? Natürlich, alles ist besser. Als ich besessen war, habe ich mich schon daran gewöhnt, Stein besucht zu werden. Es war ein Kinderspiel. Oh, das ist mein Sudoku-Friedhof. Ich versuche besser zu werden, aber ich erkenne einfach kein Muster. Das sind die Bereiche, in denen ich nach dem Hauptrechner gesucht habe. Bisher ohne Erfolg. Es gibt noch einen weiteren Ort. Ich muss nur die Koordinaten herausfinden. Okay. So, zum Labor. Oh, eine gute Idee. Vielleicht können
Sie die Koordinaten für den letzten Sektor herausfinden. Ach du Schreck. Drehen Sie die Ziffern einfach so, dass Sie die Koordinaten des Hauptrechners geben und wir begeben uns gleich dorthin. Okay, das kriege ich hin. Die Koordinaten sind. Ach du Scheiße. Versuchen wir mal. Wird schon schief gehen. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich ein bisschen geschummelt. Um das Rätsel zu skippen. Wir haben ihn. Jetzt wird er gehackt. Hacken? Wie geht das? Sie müssen zur Datenbank des Hauptrechners gelangen. Solange sie die Firebombs meinen, ist alles in Ordnung. Andernfalls. Oh. Und welcher Charakter sind wir? Also da sind wir. Eine Firewall hat mich erwischt. Okay. Das Spiel kriege ich hin. Ach du Scheiße. Verdammt. Verdammt. Scheint ja schon richtig zu sein. Oder auch nicht. Verdammt. Sackgasse. So, vielleicht. Ach, verdammt. Verdammt! Wie kommen wir da nur dann vorbei? Das bringt nichts.
Das könnte klappen. Nein, das klappt so nicht. Holy shit. Nochmal zurück. Ah, sehr schön. Und weiter geht der Spaß. Oh Gott. Bin niemals rechtzeitig fertig mit. Und das ist wahrscheinlich das letzte große Rätsel ist. Oh, Kacke. So geht's. Jetzt kommen wir hier vorbei. Mich denn da vorbei. Der bewegt sich nur hier noch nicht. Ich muss auf jeden Fall hier lang. Und weg. Ach du Scheiße, jetzt wieder hier durch. Okay, wie kommen wir da jetzt an dem vorbei? Das wird jetzt hier ein bisschen knifflig. Ein bisschen dem quasi hinterher dort, denke ich. Jetzt sitzt er in der Versackgasse. Wie ist das überhaupt möglich? Lass mich überlegen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht so. Jetzt sind wir da. Jetzt steht er hier. Ist da jetzt? Ist er hier? Vielleicht schaffen wir es jetzt dadurch. Ja, und jetzt runter. Sehr schön. So wird das was. Nice. Ich bin drin. Hacker-Jargon. Boah, das war ein Happen. Und jetzt, ich schätze, wir suchen nach etwas Nützlichem. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie so weit vorausgedacht. Okay. Würden Sie dieses Haus heimsuchen? Ist eine tolle Sendung für selbstbestimmte Geister. Alles ist gut, alles ist so, wie es sein soll. Wir sind von Nicht-Amerika. Aha. Ich sehe schon, hier passiert, aber ich gucke mir das andere an. Mein geschätzter Kontrahent sagt, in Nicht-Amerika sei alles gut, aber ich sage, dass unter Wasser alles besser wäre. Die Opposition. Es ist von Feuer umgeben. Unter Wasser gibt es kein Feuer, nur die süße und dunkle Umarmung der Tiefe. Wählen Sie Krake. Steht Ihr Haus in Flammen? Ist die wichtigste Quelle für jegliche Nachrichten über Brände im eigenen Haus. Steht Ihr Haus in Flammen? Finden wir es heraus. Ja. Hurra! Oh, Moment. Agent Max Scream. Ich kenne ihn. Wir sind befreundet. Agent lässt ihn eine wichtige Aufgabe bei der Breitzeit Division überhaupt genug Zeit für Freunde. Im Grunde sind Freunde nur eine Belastung. Eine Verschwendung von Zeit und Konzentration. Eine gefährliche Sache. In jeder Hinsicht. Wir sind Ihr Arbeitskollegen. Haben Sie wenigstens befreundete Kollegen? Nein. Oh, unangenehm. Sind Sie ein Promi? Ist eine meiner Lieblingssendungen. Frage, die allen Zunge brennt, sind Sie ein Promi? Oh, nein, bin ich nicht. Da hören Sie es, liebe Zuschauer. Ein weiterer interviewter Bürger und ein weiterer Promi, den es erst noch zu entdecken gilt. Politikfernsehen. Graue Kiste, blaue Kiste. Ist eine Sendung, in der eine Frau auf Kisten zeigt und sagt, ob sie grau oder blau sind. Klingt gut. Was? Nein, ganz und gar nicht. Das klingt furchtbar. Aber kurioserweise ist es sehr unterhaltsam. Mondball. Ist so ähnlich wie American Football, nur mit weniger Sauerstoff, Schwerkraft und Überlebenden. Klingt interessant. Man tanzt oben ohne. Ist eine der beliebtesten Sendungen überhaupt. Sie läuft den ganzen Tag über. In den neueren Staffeln merkt man allerdings deutlich, dass es langsam müde wird. Wie man einen Truthahn besiegt, ist die meistgesehene Informationssendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Auf die Frage nach dem Verbleib seiner Vorgängerin Tagzeit-Nachrichtensendung deutete der neue Bürgermeister Jonathan Blackchief auf eine leuchtende Tür und sagte, sie ist da drüben. Haben Sie dieses Monster gesehen? Das ist ein Interview. Nach ihm wird gefahndet, weil die Regierung kritisiert hat. Also ich. Oh cool, Testbild. Von den Machern von Dschungel der Flugzeuge, Wolkenschlacht und es war einmal im Himmel. Kommt jetzt Actionflieger, die fesselnde Geschichte über einen Mann, sein Flugzeug und eine bodenständige Organisation, die beide auseinanderbringen will.
ab kommenden Frühjahr auf die große Leinwand oder gegen ihren Willen in ihre Träume projiziert. Haben Sie diese Gestalt gesehen? Sie gehört zu unseren Favoriten. Oh, der ist aber niedlich. Der Sockenpuppenwürger wird für 14 Morde gesucht. Falls Sie ihn sehen, halten Sie sich fern und nehmen Sie sich vor seinen Handlanger in Acht. Verstehen Sie Handlanger, weil er eine Sockenpuppe ist und jemanden mit der Hand in ihn hineinlangt. Brillant, oder? Jedenfalls ist er immens gefährlich. Man sollte ihm auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Sieht aus wie eine Aufnahme von einem Streit zwischen Box und Shingis. Aber die Einschaltungsquoten sinken, Shingis. Wir müssen etwas unternehmen. Ich weiß, aber Menschen zu entführen und sie anstelle von Bewohnern der Darkseid auf den Spießrutenlauf zu schicken, das scheint mir etwas zu übertrieben, Bruder. Ich kann es auch ohne deine Zustimmung machen. Das lasse ich nicht zu. Du kannst da nichts gegen tun. Das ist das. Jetzt haben wir ihn. Laden wir es hoch. Das Video gefunden, laden wir es auf dem Hauptserver hoch. Vieles von dem, was sie sagen, klingt für mich nach bedeutungslosen Worthülsen. Ich habe einen Anhänger-Leitfaden zum Thema Hacken gelesen. Ich weiß also sehr wohl, wovon ich rede. Ich meine, eigentlich weiß ich es nicht, aber irgendwie schon. Sind von der Bildfläche verschwunden, aber wir finden sie bald wieder, Freunde. Wo könnten sie hin? Was ist das? Aber die Einschaltquoten sinken, Shingis. Wir müssen etwas unternehmen. Ich weiß, aber Menschen zu entführen und sie anstelle von Bewohnern der Darkseid auf den Spießrutenlauf zu schicken, das scheint mir etwas übertrieben, Bruder. Irgendjemand muss die Übertragung abbrechen. Ich kann es auch ohne deine Zustimmung machen. Das lasse ich nicht zu. Lass nichts dagegen tun. Was ist das? Der Teleporter. Wie gesagt, ich brauche deine Zustimmung nicht. Ich habe ihn bereits gebaut und die erste Ladung Menschen entführt. Du bist zu weit gegangen, Pox. Du wirst sie wieder zurückschicken. Und dann konzentrieren wir uns auf die Sendung heute Abend. Vielleicht schicke ich stattdessen dich zurück. Was? Ich bin nicht von dort. Du kannst mich also nicht zurückschicken. Ich weiß, aber so klang es einfach. So klang es einfach. Wie war noch gleich das Wort? Es liegt mir auf der Zunge. Dramatischer. Genau, dramatischer. Danke, das wäre mir wahrscheinlich ewig nicht eingefallen und hätte mir keine Ruhe gelassen. Wie auch immer, viel Spaß in der Welt der Menschen, Shingis. Uhuhahaha. Nein! Es ist nicht das, wonach es aussieht. Mama Clown. Pox? Mama, oh nein. Pox, der Clown hat's. Hast du deinen Bruder wieder durch ein Wurmloch in eine andere Dimension geschickt? Ja, Mama, tut mir leid. Ungezogener Bengel, du rührst ihn auf der Stelle zurück. Ja, Mama. Entschuldigung für alles. Ihr nehmt es mir doch nicht übel, oder? Sehr übel sogar. Meinetwegen, es bringt einem aber nur Verhalten, einen Groll zu hegen. Wenn ich euch jetzt nach Hause schicke, kann mein Bruder dann zurückkommen? Warum nicht? Er hat schließlich nichts Falsches getan. Gut, dann macht euch bereit zum Teleportieren. Moment noch, Geheimnisvoller Mann. Sie haben uns nie Ihren Namen gesagt. Mein Name ist Rex König. Oh, wir sind schon weg. Ja. Tut mir leid. Ich will meinen Bruder rechtzeitig zum Abendessen zurückholen. Sonst wirft meine Mutter zum Nachtisch keinen Tod ins Gesicht. Dann wirft mir meine Mutter zum Nachtisch keinen Tod ins Gesicht. Übrigens, Rex ist das lateinische Wort für König. Du heißt also König König. Das ist doch albern. Oh. Ist dann dreht, sollte das Schloss aufspringen. Nützliche Informationen enthalten. Da lag also mein Fehler. Gut zu wissen, wenn ich hier schon das Leben eines Verbrechers leben muss. Das Beste daran ist, dass Verbrechen hier nicht einmal illegal,
Das Verbrechen hier nicht einmal illegal sind. Ich weiß nicht, ob ich meine, ich weiß es wirklich nicht. Ist das wirklich so? Hey, Dudi. Ah, schleich dich doch nicht so an, Detektiv. Shingis, du bist frei. Und mit der Maus mal ein bisschen abdecken. Wirklich, ich bin ein freier Mann. Ja, ich kann den Duft der Freiheit riechen. Ich hoffe, meine Zeit in der Zelle hat mich nicht zu sehr verändert. Und ich kann mich wieder in die Gesellschaft eingliedern. Wie lange warst du eingesperrt? Eine halbe Stunde? Hier drin vergeht die Zeit langsamer. Bevor du gehst, habe ich noch eine Frage. Wenn du unschuldig bist und gegen deinen Willen hergeschickt wurdest, warum hast du dann... Ich bin Shingles gerufen, als du hier aufgetaucht bist. Oh, das ist eine Art Markenzeichen. Mama hat immer gesagt, man sollte von Anfang an einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie auch immer, ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns in der Zukunft, ich glaube uns. Damit wäre dieses Problem gelöst. Endlich, ich bin fix und fertig. Du bist fix und fertig, du hast doch ja ein Hoch auf Officer Lubi und der die Situation gemeistert hat. Hip hip hurra. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft, Detective. Los, gehen wir was zu essen. Sicher, oh, du erinnerst dich nicht zufällig daran, einen Mann in der Stadt geholfen zu haben, als du drüben warst. Detective, wenn ich einen Cent für jeden Typen bekommen würde, den ich in irgendeiner Stadt gerettet habe, könnte ich nicht zählen, wie viel Geld ich hätte. Ich habe nämlich meinen Geldbeutel verloren. Davon abgesehen geht das Mittagessen auf dich. Ha, also gut, verschwinden wir von hier. Wird Tam auch freigelassen? Ich fürchte nicht, Tam. Nach § X Abschnitt 4b3 ist das Klauen von Süßigkeiten von Kindern ein schwerwiegenderes Verbrechen als das massenhafte Deportieren von Bürgern zum Zwecke eines gruseligen Spießrutenlaufs. Tam findet das seltsam, konkret und schwer nachvollziehbar. Aber das Gesetz ist das Gesetz. So ist es, Tam. Fall geschlossen. Dem Zirkus entkommen. Und mal Song schafft jetzt. Und im nächsten Stream geht's in Ring frei. Oh Gott, das kann ja nur. Das wird ja der absolute Wahnsinn. Die vorletzte Episode, bevor wir mit den Hauptfällen zu Ende sind, und dann machen wir die Bonus-Episoden. Gut, na dann. Wir sind auch schon über 21 Uhr drüber. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Dann mich nach oben auf YouTube abonnieren lassen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns morgen schon wieder auf Twitch. Ja, auf YouTube, das ist dann weiter. Vielleicht, wenn ich das rechtzeitig hochlade. Gut, ab in die Endcards. Auf den Weights.